Hallihallo, hallo. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Arg. Ja, ihr seht gerade, was mache ich hier eigentlich? Das frage ich mich gerade auch. Nein, ich hatte vorhin aufgenommen. Ich war der Meinung, ich hätte aufgenommen. Bei mir war auch alles okay. Diesmal habe ich aber vergessen, das Bild aufzunehmen. Eine Audiospur habe ich, aber ich habe vergessen, das Bild aufzunehmen. Ja, dann möchte ich euch einmal eben fix vorstellen. Das ist Big L. Mit dem gehen wir gleich einmal spazieren. Das sind einmal Angel und Damon geworden. Hm. Ich versuche den Pierre noch zu überreden, dass wir die Color Gun draufkriegen. Dann können wir den hier in schwarz-rot färben. Würde halt richtig cool passen zu dem Namen Damon. Dann haben wir einmal diesen hier gezähmt. Ein Paxakil. Ja, ihr seht es, Paxakilum oder so. Ich hatte einen Pfeil hingeschossen und schon hatten wir ihn gezähmt. Der ist aber sehr schwach, daher bleibt er auch hier. Aber ich kann euch gleich ebenfalls zeigen, was er so alles drauf hat. Und dann hatte ich gesehen, da wo wir das letzte Mal in der Folge waren, da beim Vulkan, da war dieser hier. Ich weiß nicht, wann wir ihn gezähmt haben, aber es war einfach ein Jurassic World Dimorphodon dort. Ich weiß nicht, wann oder wo oder wie. Er war einfach da. Ja, dann einmal ganz speziell ein kleiner Gruß geht raus an Lien und Noah. Zwei Zwillingsgeschwister im Alter von 5 Jahren. Ich habe gehört, dass ihr meine Folgen guckt und fühle mich echt geehrt. Danke, danke, danke. Und ich hoffe auch, dass ihr weiter mit dabei bleibt. Ja, Plan ist jetzt so. Eigentlich die Dinos einmal ausprobieren, euch die mal vorstellen. Und dann gehen wir einmal in den Redwood. Ihr seht schon, der Alu ist halt verdammt schnell. So, du kommst auch mit. Übrigens heißt der Alu Big L, wie ihr gerade sehen konntet. Ja, einmal linksklick, rechtsklick, patsch, 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 patsch. Ja, das war verfehlt. Einmal C. Also, ich muss sagen, Big L ist schon echt stark. Leider kann er nicht brüllen. Und tot. Und dann... L, du bleibst einmal bitte hier stehen. Dann probieren wir nämlich den kleinen Ratzfratz hier aus. Dann zeige ich euch einmal fix, was er so für schöne Attacken kann. Er ist halt, wie gesagt, nicht stark. Aber er kann coole Attacken. Linksklick. Rechtsklick. Kann er Feuer spucken. Also, ja, so Wasser spucken. C. X. Und das war's. Er kann er leider nicht. So, mein Schnuggi. Aber dich bringe ich dann eben fix wieder zurück zur Base. Denn Al und ich gehen ein bisschen auf Reisen. Attack this target. Nee, ich will einmal auf neutral machen. Genau. Ja, dann einmal zum Thema, warum die letzten Tage keine Videos kamen. Ui, der ist eigentlich ganz hübsch. Ja, es kamen die ganze Zeit keine Videos, weil ich tatsächlich mit der Arbeit beschäftigt war. Und die Videos hin und wieder 1 bis 2 Stunden brauchen, bis ich sie aufgenommen habe. Dann geht meistens noch 1 Stunde mit drauf fürs Schneiden. 1 Stunde noch fürs Rendern. 1/2 Stunde... für Hochladen und 1/2 Stunde circa für Thumbnail. Also könnt ihr euch schon ausmalen, das sind so ungefähr im Schnitt 5 Stunden. Ja, und die Zeit hatte ich halt die letzten Tage kaum, ne? Das tut mir... Ja, was heißt, es tut mir leid, aber so ist halt leider das Arbeiterleben. Leider. Schaut mal... Oh Gott. Oh Gott, den holen wir uns. Ich muss aber einmal eben fix zurück zur Base. Ich brauche Baitens. Baits, genau. So. Aber irgendwie möchte ich jetzt nicht mit Big L da lang gehen. Irgendwie habe ich Angst, dass er uns holen möchte. Ach ja, stimmt. Was ich noch zeigen wollte ist... entweder das oder das brauchen wir, um diese eine bestimmte Waffe zu craften, die sehr, sehr, sehr viel Topo macht an Dinos. Das hier, das mich gerade ein bisschen erschreckt. Ja. Ich glaube, ich gehe mit Ashley zurück. Ich weiß nicht, ich habe Angst um Al. Ich möchte nicht, dass er stirbt. Dafür liebe ich meine Alus zu sehr. Alu-Liebe. Ja, hier ist alles so wie immer. Dann porten wir uns doch mal zurück. Dann, ich möchte nicht... Ich weiß halt nicht, was er kann.
daher schießen wir das jetzt einfach. Zack. Einmal hin. Okay. Oder auch nicht? Oh, Fertilized Blood Crystal Wyvern Egg. Fertilized Magma Saurus Egg. Der Junge frisst Eier. Verdammt, ich hätte mal eher gucken sollen, aber wir versuchen es nochmal. Wir schießen da was in seine Nähe. Okay. Das scheint. Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, damit hat sich das auch erledigt. Vielleicht sollte ich auch mal vorher einmal schauen, ne, was für Dinos uns da erwarten. Aber gut. Oha. Sie prügeln sich ja alle. das ist... Ui, hallo. Das ist der da ein... Okay. Wir haben nichts gehört. Wir fliegen einfach weiter. Jetzt hätten wir nichts gemerkt. Nichts gesehen, nichts gehört. Einfach nichts. Also ich muss schon sagen, ne, ich habe jedes Mal Pech. Jedes Mal, wenn ich am Aufnehmen bin, entweder wird es Nacht oder es ist kurz vor der Nacht. So wie jetzt gerade. Jedes Mal. Gott sei Dank können wir hier runter. Die Wüste ist eigentlich, finde ich, auch relativ ruhig. Nett, würde ich sagen. Also wenn man sich hier was richtig Cooles aufbauen könnte, das wäre eigentlich auch voll cool. Das ist ja hier auch richtig sicher. Wenn ich jetzt so schaue, es spawnen eigentlich meistens nur Pflanzenfresser. Oh, Kristalle. Meine Spitzhacke dabei? Ja, dann nehmen wir ein paar Kristalle mit. Ach ja, genau. Da wir jetzt gerade auch beim Farmen sind, ist mir das auch gerade wieder eingefallen. Es kamen die Tage auch keine Videos von Ark, weil es ja dieses Update, weil das Update ja rauskam mit Fjordur oder Fjordur. Wie auch immer. Musst du jetzt ausgerechnet hier lang kommen? Wirklich? Mann, ey. Ja, auf jeden Fall kam ja das Update mit Fjordur. Und wir PC-Spieler kennen alle das Problem. Wenn Ark Map rausbringt, muss man meistens das Spiel wieder deinstallieren und neu installieren. Weil es dann Probleme gibt beim Herunterladen. Was ist das? Das ist in Arizona. Was ist das? Ja gut, ja. Hier bin ich, mein Freund. Oh mein Gott. Ihr seht ihn, ne? Ihr seht ihn, ja? Gut. Ich beiß ihn einmal. Okay, er ist anscheinend nicht da. Gut. Oh, der hat schöne Farben. Aus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilfe! Huhuhu! Huhuhu! Das war knapp. Der hat coole Farben. Der sieht schon echt nice aus. Das ist schon wieder ein unsichtbarer Dino. Habt ihr ihn gesehen? Das ist ein lauter, unsichtbarer Dinosaurier. Was das wohl auf sich hat? Ja, wer kennt Dinosaurier im Reich der Giganten? Der kennt die hier auch. Die Ornitholestes. Ornitholestes. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ornitholestes, genau. Da gab es die Ornitholestes, den Orniokairos. Oh, Dracorex. Ja. Gab es immer so. Oh mein Gott, Rexy ist auf uns. Das ist ein Albertosaurier. Ja. Hallo, Rexy. Du hast ein bisschen... Nein! Du bleibst da stehen und ich bleib hier stehen. Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, gut, dass er auch andere Dinosaurier stand. Böse, Rexy. Böse, böse, böse. Das ist hier Kampf der Titanen. Da haben wir auch noch einen ganz, ganz schnellen Antabosaurus. Boah! Das ist der Quetzal aus der Hölle.
Oh mein Gott, die Ecke ist sehr gefährlich. Hört auf, mich zu jagen. Lasst es. Lasst es einfach. Wo kommt ihr denn jetzt her? Guck mal, wie sie mich alle haben wollen. Jetzt krieg ich die Rache hier. Die Rache der Minions. Aha! Schau mal, was wir da gefunden haben. Tigno. Aha. Level 1er Raft. So. Kann ich sein Boot klauen? Wir könnten es sogar claimen. Aber wir lassen ihn das. Wo ist er eigentlich? Hat er sich gar nichts aufgebaut? Schade. Aber war er bestimmt hier drin, oder? Oh mein Gott. Ich glaube auch, dass er das vorhatte. Müsste man hier oben alles einmal abzocken? Hallo? Alles einmal abzäunen? Hier hat man dann Platz für Dinos. Da hätte man Platz für Dinos. Hier hätte man natürlich noch Platz. Müsste man da natürlich zumachen. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht, ob der liebe Tigno noch auf den Server kommen wollte. Und ob er sich hier reinbauen wollte. Wenn er das aber nicht macht, beziehungsweise er nicht mal online kommen sollte, dann müsste ich nochmal mit ihm sprechen. Dann baue ich mich da in die Höhle rein. Ist eine schicke, schöne Höhle. Und die ist echt groß und wäre halt sicher, ne? Dann könnte man was richtig Cooles bauen, weil der Pierre hat die Mod drauf mit den Brücken. Wo man richtig coole Brücken bauen kann. Und ich glaube, das wäre eigentlich nicht schlecht. Das wäre sogar vom Vorteil. Soll ich den lieben Tigno fragen, ob er noch kommt? Und wenn er nicht mehr kommen sollte, ob ich dann die Höhle in Anspruch nehmen soll? Schreib einfach unten ab in die Kommentare damit. Oh la la. Der ist hübsch. Wir gehen einmal eben in unsere Base rein. Und craften uns kurz ein paar Pfeile. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den. Verdammt, was stand da? Was brauchen wir? Spark Powder und Major Berries. Nein, ich habe kein Spark Powder mehr. So, dann craften wir da einmal eben. Danke. Wer war das nochmal? Wer konnte nochmal farmen? Baloo. Baloo. Terry, ich hab da was für dich. Psst, Terry. Hey. Hey, psst, Terry. Hörst du auf da? Ich hab dir da was hingeschossen. Nein, er will es nicht. Okay, dann müssen wir den down schießen. So, dann heißt es jetzt für uns, einmal bitte, wo's... Ah ja, könnte ich ja im Inventar craften. Stimmt ja. Brauchen wir die hier. Und dann craften wir mal eben. Verdammt. Jetzt ist der unsere Bogen kaputt gegangen. Nein. So, wir wissen, dass er da drüben die Arktaktik macht, ja. Hätte er wahrscheinlich auch gemacht, wäre er jetzt nicht runtergefallen. Ashley! 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 Sörna! Der kommt doch jetzt hier hoch. Ja, natürlich ist er auch so schlau, dass er jetzt hier hochkommt. Natürlich. So, 1000 K-Turbo noch, circa. Hoho! Jetzt habe ich mal getroffen. Komm schon. Ansonsten prüge ich dich runter. Ich habe keine Falle mehr. Doch, ein. Nein! Das ist nicht euer Ernst. Bitte, geh jetzt hier down. Na also. Oh mein Gott. So, mein Lieber. Oh Gott. Ich komme gleich wieder. Ja, seht ihr, mit zu Fuß geht alles besser. Anstatt immer mit Dinos. So. Ein Spaß.
Ihr werdet den Tag niemals vergessen, an dem der Gary fast geschnappt hättet. Ich glaube, ich sollte drüben alles haben. Oh, nochmal zurück porten. Oh, ärgerlich. Yep. So. Tschüss, Dinos. War schön mit euch. Bye. Bye. Die Effektivität geht ein bisschen runter, aber das ist ja nicht schlimm. Oh ja, der hat coole Farben. Den schauen wir uns gleich genauer an in der Base. Leute, die Gally hat jetzt eine wunderschöne Telecino. Und das ist der... Oh, der sieht echt Hammer aus. Oh mein Gott. Linksklick. Rechtsklick. Ja genau, das können wir ja das suchen, ne? C. X. STRG. Okay. Gehen wir doch mal vor die Tür mit ihm. Boah, der ist stark. Jo. Wir machen sogar... Haben wir Turbo gemacht? Oh Gott, hinter uns kommt noch einer an. Boah, die kriegen wir beide weg. Ja. Ach, du bist toll. Dich mag ich. Dann versuchen wir doch den da auch noch. Und ba-boom-boom, boom, ba-boom-boom, boom, ba-boom-boom. Boom. Der hat uns fast hier runtergekickt. Oh mein Gott. Hilf mir! Was tust du? Hallo! Das ist gerade so ein Moment, wo ich echt sauer werde gerade. Er steht einfach nur daneben und guckt zu. So, Terry, du greifst den da jetzt an. Ah, okay, wir haben den Buff drauf. Meine Güte, mein lieber Freund. Wenn ich nicht da gewesen wäre hier, ne? Ja, ja, schaffen wir easy. Nice. Aber die haben schon ordentlich was, sag mal schnell, was ausgehalten. Das ist krass. Guck mal, wer da feststeckt. Haha. Schade, dass ich nicht hochkommen kann. Schade, schade, schade. Double kill. Ja, komm her. Na komm, na komm. Na komm! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, Leute, guck mal. Jetzt hat er keine große Klappe mehr hier. Haha! Dieses Gesicht kann nicht lügen. Ich bin die wahre Gary. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, war es das wieder von einer weiteren Folge Ark. wir haben hier den wunderschönen Terecino gezähmt. Das ist übrigens ein Weibchen. Und die wunderschöne Maus hier an der Seite, für die dürft ihr auch gerne ein paar Namen in die Kommentare schreiben. Irgendwas, ja, Mystisches hätte ich jetzt gedacht.
Dann in der nächsten Folge werden wir mal schauen. Wir müssen uns unbedingt mal einen Oviraptor holen, denn ich hatte in dem letzten Video gesehen, ein paar haben in die Kommentare geschrieben, du Gary, jetzt zähm dir doch einen Oviraptor und stell den doch einfach dann auf Wandering. Deswegen, ich hatte jetzt nebenbei schon ein bisschen geguckt wegen einem, aber keinen gefunden. Deswegen machen wir das in der nächsten Folge. Ja, dann würde ich doch sagen, wenn es euch doch gefallen hat und ihr den Terrizino doch genauso cool findet wie ich, dann lasst mir doch gerne ein Like oder ein Kommi da. Also bis zum nächsten Mal.